Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Multiplayer-Runde mit einem neuen Spiel, zusammen mit Koga. Und Utwin. Und Utwin. Und wir spielen mal zusammen Northgard, denn Northgard hat einen Eroberungsmodus, den man im Koop spielen kann. Was uns erwartet, keine Ahnung. Als ich mal hier Northgard gestreamt habe, wurde mir davon erzählt und schon mir gesagt, dass ich das mal mit Koga machen könnte. Ja, jetzt sind wir hier und ich weiß nicht, was uns erwartet. Wir machen einfach mal. Ich klicke jetzt einfach mal auf neue Eroberung. Und dort haben wir zumindest schon mal... Ah, ja, okay, da haben wir, glaube ich, schon die zwei Clans. Können wir auch die Farbe... Ja, man kann auch die Farbe frei wählen. Du kannst auch... Ich sehe gar nichts. Du siehst gar... echt? Ich sehe nur... Führt euren Clan an der Reihe von bla bla bla... Kannst du nicht auch auf neue Eroberung gehen und es damit einstellen? So, ja, kann ich schon machen, aber ich weiß halt nicht, ob... Ja doch, ich glaube, das wird dann für jeden separat gemacht. Ah, du bist jetzt links, du bist quasi rot, ne? Ich bin da links und du bist da rechts. Wenn ich jetzt zum Beispiel blau mache, zack, bin ich hier ja, blau. Ja, okay. Da kann sich jetzt jeder für diesen Modus... Ich würde mal sagen, wir starten mal auf normal. Ich denke mal, das sollte gehen. Also, ich glaube, einfach sollte... Das stehen wir schon drüber. Aber ich glaube, schwer oder extrem, wir brauchen erstmal eine Einspielrunde. Weil bei mir ist es ewig her. Koga hat, glaube ich, wir setzen auf gerade nur einmal gespielt. In dem einmal Stream. Vor Ewigkeiten. Die Kampagne habe ich schon angefangen und das war ja nur Tutorial. Also das war ja nicht mal ernst, sage ich jetzt mal. So, dann können wir mal gucken, was für Clans wir nehmen. Jetzt ist hier natürlich keine großartige Erklärung, was jetzt die Clans können. Ich glaube, dafür müsstest du schon fast beim Einzelspieler mal kurz die Clans angucken. Aber was ein guter Einstiegsclan ist, ist beispielsweise der Hirschclan. Der Ziegelclan ist einsteigerfreundlich. Was war noch ein einfacher Clan? Ich bin da überlegen. Gut, ja, ich würde mal sagen, für den Anfang auf jeden Fall Hirsch oder Ziege, mit denen machst du nicht so viel verkehrt. Wolf-Clan ist auch okay, ist eher kriegerisch ausgelegt, aber ist auch relativ einfach zu spielen. Ich weiß also, auch den Bären-Clan. Okay, dann. Weil ich dick und haarig bin. Verstehe. Ah, ich verstehe. Ich habe übrigens alle Clans. Guck mal, es gibt sogar den Ratten-Clan. Es gibt auch einen Ratten. Der Rattenclan macht lustig den Fehler. Das ist der schwierigste Clan von allen. Also ich habe den mir angeschaut im Stream, das ist richtig durch. Ich glaube, beim Rattenclan war es, glaube ich, so, dass alle deine. Nee, ich glaube, doch wohl Schlange gibt's. Wolf, Schlange, Ratte und Wildschwein. Eberclan. Ja, das geht schon in die Richtung. Aber Ratteclan, wenn ich mich richtig erinnere, war es da, glaube ich, so, dass deine Dorfbewohner mit. Ohne Lebenspunkte gefühlt anfangen und erstmal oder krank oder sonst irgendwas und sich erstmal erholen müssen oder so. Das war richtig, richtig seltsam. Okay. Aber ganz ohne Gewehr, weil ich sitze schon eine Weile her. Naja, es ist ja auch kein Spiel, was in der Neuzeit spielt, deshalb gibt es auch keine Gewehre hier. Der Hentai-Clan. Ja, den gibt es auch, den Kraken-Clan. Der Kraken-Clan. Ist gut, wir können jetzt gerne starten. Hast du eigentlich alle Clans da oder fehlen dir welche? Nee, ich habe nur die ersten sechs. Ah, die ersten sechs, also vom Basisspiel. Eber. Okay, alles klar. Weil ich hab alle bis auf den Löwen. Ich habe mir mal letztens für meinen Stream extra welche geholt. Zum Falle gehen wir. Ganz ehrlich, wir können einfach mal frei durchspielen. Ich mache jetzt einfach der Reihe nach die Clans durch. Ich fange jetzt einfach mit dem Hirsch an. Was zum Hirsch? Ich mach mal grün. Okay. Normal und ab geht er. Okay. Musst du noch auf bereit gehen oder? Ich weiß nicht, wie ich bereit wählen kann. Also ich klicke hier drauf, aber es passiert einfach nichts. Du hast ja schon Clan ausgewählt, die haben den Schwierigkeitsgrad. Muss das vielleicht übereinstimmen? Führt euren Clan eine Reihe von nach einem Zufallsprinzip ausgewählten Kämpfen und Herausforderungen zur wahren Größe. Entdeckt dabei neue Einschränkungen und schaltet neue Boni frei. Also du kannst unten bei bereit nichts anklicken. Nö, ich kann da nichts klicken. Passiert nichts. Alles klar, lieber, damit lieber uns Chat, lieber Chat, was muss man machen? Kann man hier irgendwas anklicken? Kann man hier irgendwas machen? Okay, wir haben hier die Clans, wir haben die Farben, das sollte eigentlich gehen. Kannst du auch, klick auch mal auf den Schwierigkeitsgrad normal. Da kann ich nicht draufklicken. Okay, alles das klar. Das kannst nur du machen wahrscheinlich als Party-Leader. Wir haben den Clan, es sollte eigentlich alles eingestellt sein. Komisch. Koop mit Koga. So, das geht so nacheinander. Ruhmreiche Wikinger. Nur die ruhmreichsten Clans erhalten die Belohnung. Ruhm, okay. Siegbedingung, erhöht euren Ruhm, um euch den Titel König zu sichern. Das heißt, wir müssen jetzt bloß auf Ruhm gehen, um...
50%. Ah, dadurch bekommen wir sogar noch Boni. Ich verstehe, das ist so eine Art Roguelike-Modus, dass du nach und nach Boni freischaltest, eine Art Eroberungsfeldzug. Interessant. Was Sonderregeln? Ihr könnt ein paar Säulen des Ruhms finden. Ihr könnt ihnen Herolde zuweisen, die euch dann Ruhm produzieren. Immer zum Jahreswechsel erhält der Spieler mit den meisten Ruhmressourcen, die per Schiff geliefert werden. Okay, so ein Ruhm-Royal quasi. Alles klar. 50% auf Skaldenproduktion, ihr beginnt mit dem Panzerbär. Ah, das ist wahrscheinlich dein Bonus und ich habe den anderen. Ja, genau. Okay, alles klar. Ab geht's. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Gibt's jetzt überhaupt Gegner hier oder so? Das war doch ein Action-Rollenspieler, ne? Ja, richtig. Wir sind jetzt gleich in Third Person und dann, ja, geht's los. Weißt du, so nehme ich dich einfach zum Spielbild und so, oh, Manor-Lord sieht aber plötzlich scheiße aus. Manor-Lord. Ah, Mann, auf das bin ich auch so geil, wirklich. Ey, das muss ich gespannt mal, drauf. Das muss wirklich bald mal rauskommen. Okay, für den, warte noch. Achso, du lädst noch. Passt bereit, steht bei mir. Passt bereit, na dann ist ja gut. Okay, also was ich dir noch so sagen kann aus dem Kopf, sobald es bei dir losgeht, ist, dass es immer gut ist, mit dem Speerlager und einem Holzfäller zu starten. Ich werde erstmal hier die Lautstärke runtersetzen, das ist ja schrecklich. Ach, kann ich gar nicht, das ist ja wunderbar. Kann Sound nicht? Ah doch, ich muss runterscrollen, ich Idiot. So. Wie geht's denn mit diesem tollen Panzerbär? Okay. Das ist der Spieler, bitte. Ah, wie baut man nochmal Gebäude? Einfach unten rechts bei Bauen oder B drücken, dann siehst du diese Gebäudeauflistung. Und die kannst du dann frei platzieren. Und dann freie Dorfbewohner in dieser Gegend werden die dann aufbauen für dich. Naja. Speerlager soll ja auch ganz gut sein, hab ich mir sagen lassen. Genau, mein ja, mit einem Speerlager anfangen und einem Holzfäller. Das sind schon genau zwei Grundlagen auf jeden Fall. Sehe ich dich irgendwo? Ach, du bist da unten im Süden, ich bist bin da du. Unten, okay. Genau. Getreide. Das Game ist so laut, ich hab's schon maximum leise gemacht. Ich muss auch gerade überlegen, wie ich am besten weitermache. Mehr Unterkunft. Ja, also, klingt gut. Lieber Chat, bitte mal sagen, wenn es zu laut ist, dann muss ich hier irgendwas komplett ausmachen, weil mir kommt so vor, als ob das hier komplett laut wäre. Wie bitte, Kurga, ich verstehe dich nicht. Wie bitte? genau das. Stimmt, ich habe ja die besondere Skaldenhalle. Und für Ruhm und Zufriedenheit, das hört sich gut an, weil ich glaube, damit zu starten soll helfen. So, wie spät man denn nochmal? Ich habe das seit Monaten nicht mehr gespielt. Wie spät? Warte mal kurz, 19.11 Uhr. Wir sind noch keine 20 Minuten drin, schon von jedem kam ein blöder Spruch heute. Oh Mann. Ach so, die spielen von alleine, da muss ich ja gar nichts machen. Genau, du musst so einen Speer machen und der macht dann von selbst. Ah. Wie ich einfach nur einen blöden Spruch gemacht habe, ich habe mich nicht mal bemüht, deine Frage zu beantworten. Ich habe schon wieder vergessen, dass du die gestellt hast, das ist auch geil. Ah, hier, Säule des Ruhms habe ich gefunden. Genau, die helfen. Schon mal. Baut ein Axtwerferlager unten. Geil. Denn geile meine Mutter kommt aus Norwegen. Genau, für geile Mütter aus Norwegen. Aus deiner für Umgebung. Geile Mütter aus Norwegen. Da würde ich aber einiges bezahlen für eine geile Mutti aus Norwegen. Und wie kommen nochmal neue Dorfbewohner zum Dorf? Ah, die kommen von alleine, okay, ich seh's. Wenn du positive Zufriedenheit hast und genug Platz da ist. Okay. Und dieses neue Gebiet kann ich einfach beanspruchen, indem ich einfach ein Gebäude da reinbaue, oder? War das nicht irgendwie so? Du musst es anklicken und musst es besiedeln. Das kostet dich Nahrung. Und so immer. Ah, hier, ja. Gut. Bitte sag mir, dass ich sowas wie ein Fischer-Ding bauen darf. Fischerei gibt's aber nicht am Meer, sondern an speziellen so Seen, wo Fisch existiert. Mist, wie komme ich denn jetzt an Essen? Deine ganz normalen Dorfbewohner auf dem Boden können sammeln auch einfach. Wenn sie nichts tun, du hast ganz normale Dorfbewohner, dann sammeln die einfach so Nahrung, die dir ein bisschen was einbringen. Und ansonsten hast du direkt neben dir Rehe, die du jagen kannst. Du könntest ja, ich da weiß, das, aber... Ach, stimmt, und unter dir ist auch noch Fisch. Du müsstest erstmal das Gebiet besiedeln.
Achso, jetzt hab ich. Da müsst ihr erstmal die Wölfe kaputt machen. Also du musst erstmal alle Gegner besiedeln. Wenn du jetzt, genau, das da unten funktioniert, weil da keine Gegner sind, dort kannst du deine Fische wieder bauen. Ah, ich verstehe. Du da, gut nie, komm mal her. Bauen wir mal ein Haus hier hin. Stimmt, ich erinnere mich, man konnte ja nicht mehrere Gebäude vom gleichen Typ in einem Gebiet bauen. Außer Häuser. Außer Häuser, genau. Obwohl, mehrere Gebäude von einem Typ. Ja, echt nicht so was wie zwei Holzfällehütten. Ich meine, ich hab's nie probiert, aber wundert mich gerade. Fischerhütte, ja, hier. Ein unbekannter Clan hat eine neue militärische Fähigkeit freigeschaltet, Militärstützpunkt. Bist auch nicht du gewesen, oder? Nein. Nein. Das kann sein, dass hier irgendwo ein Infocom entdeckt wurde und jetzt plötzlich ein US-Stützpunkt bei mir ist. Amerika! Fuck yeah! Über so große Lautsprecherbox über die ganze Insel halt, das, ne? Kommt erst mit so ein Helikopter drüber geflogen und ballert erstmal die ganzen Wölfe weg von der Map. Und ich gehe jetzt mal mit meinem Panzer hier in die andere Region, ins andere Gebiet hier und greife die Wölfe an. Ah, neue Forschung. Jawoll, das Geil machen Grünz. Ich glaube, der Hirschclan war sogar wirklich einer der. Also, das ist einer der mit am besten spielendsten Clans, finde ich sogar. Irgendwie, ich habe hier eine Fischhütte angefangen zu bauen und die wird jetzt nicht gebaut. Wird die da jetzt nicht gebaut? Du musst da extra einen Dorfbewohner in das Gebiet bringen, wo du das gebaut haben willst. Also, genau, bring ihn in das Gebiet rein, dann wird er von automatisch bauen. Also, die bauen nur in dem Gebiet, in dem sie sich auch befinden. Faulen Schweine. Ja, alles ausreden, wenn die keinen Bock haben zu arbeiten. Ist echt so. Gute Arbeit würde ich auch so machen. Asoziales Pack. Asoziales Pack, ich bin so stolz auf euch. Oder Borghild, geh mal da rein und mach mal einen auf Axtwerfer. Ah, Wolf, geil. Du wirst angegriffen? Ja, aber es ist nur so ein Wolf. Ich komme zur Rettung. Na, passt schon. Edler Recke, ich komme zur Rettung. Das war jetzt nur so ein Fast Castle into Wolf Scout gerade. Into Wolf Scout, sehr gut. Du hast mit dem Bär natürlich schon mal einen schönen Start. Überlegen, ob ich auch. Oh gut, wenn du Axtwerfer machst, dann mache ich mal die normalen. Oder Schildknappen. Nee, Krieger. Wo sehe ich ihn? Ach, da oben sehe ich. Ich krieg nur plus 1 Nahrung. Ey, ist ja schlecht. Ich brauche mal irgendeinen neuen Dorfbewohner, der jetzt mal hier da unten hier mit fischt. Zwei können da drin arbeiten, ne? Ja. Hm. Mein Gott, ich muss mich hier erstmal wieder reinfinden. Wolfin hat ein Festmahl organisiert und ich habe nicht mal eine Einladung bekommen. Kriegst du eigentlich auch Bonus, wenn ich ein Festmahl mache, oder ist das einfach nur allgemein jetzt als Hinweis? Ich weiß es nicht, sehen wir oben links, dass du 104 Ruhm hast und ich nur 20. Ja, das ist wegen meiner Skaldenhalle. Ich habe so, der Hirschclan hat so eine besondere Halle, die nochmal Bonus Ruhm bringt. Mhm. Das ist nice. Du bist nice. Oh, danke schön. Ich weiß. überhaupt nicht. Ja, Wissen, genau, mit Wissen kann man ja in Tech Tree weiter vorankommen. Richtig, das ist oben rechts und dann gibt es sogar noch militärische Erfahrung, da kannst du auch noch so Sachen machen. Also ja. Spiel, sagen wir es mal so, das Spiel ist eigentlich relativ einfach und man hat sich relativ schnell reingefuchst, aber beim allerersten Mal Spiel wird man ein bisschen erschlagen quasi von der Masse an Möglichkeiten, die es hier gibt. Hast du mal die Menge an Spielmöglichkeiten gesehen? So. Nochmal jemand hat einen Militärstützpunkt freigeschaltet. Ich glaube, wir kämpfen gegen mehr als nur einen, kann das sein? Ich glaube, ich habe mindestens 3 KIs gesehen. Ich glaube, ja genau, 2x3 KIs. Es sind noch 2 weitere Teams da aus jeweils 3 KIs. Also total easy und so. Ich habe nur 2 Möglichkeiten an Nahrung zu kommen gerade. Das ist echt weak. Ach, warte mal, Nahrungssilo. Erhöht die Produktion von Nahrung und durch spezialisierte Arbeiter in der Region. Ja, warte mal. Bauen wir mal direkt hier hin. Den Marktplatz, Handelsposten, Holzfäller, wo waren der? Ah, da, Heiler. Genau, und jetzt kann ich hier oben mal scharfe Äxte. Holz produziert 20% schneller. Waffenschmiede. Ja, erhöht die Angriffskraft aller militärischen Einheiten. Das klingt erstmal gut. Hm.
Lässt du mir dieses Getreidegebiet da im Westen? Also über dir? Ja, von mir aus kannst du es haben. Dann gehe ich, expandiere ich in die andere Richtung. Aber ich würde zumindest das Waldgebiet noch über mir nehmen. Ja, das kannst du machen. Ich würde gerne dieses Getreide haben. Schädlingsnahrungsmittelaufbewahrung. Jung und schwarz. Gesundheit. Dankeschön. Oh. Ja, Nahrungs. Oh nein. Auch Winter. Shit, Winter? Den hatte ich ja ganz vergessen. Und es ist Winter, mir ist kalt. Handelsroutenhändler. Halt meine Hand, mir ist kalt. Halt dich selber. Halt dich selber. Verdammter Bastard. Ich muss jetzt gerade an dieses eine Meme denken, wo einer irgendwie so mal trinken ist und so, so die Hand nach oben reicht und der andere kommt wieder entgegen und gibt einfach so ein High Five. Ja, genau. Klassiker. Mann, ich brauche noch 4 Nahrung, dann kann ich dieses Gebiet erobern. Ich meine, beanspruchen. Ah, Clan ist unzufrieden, weil keine Häuser. Meine Speere sind jetzt alle gestorben, was für ich so. Ach, man darf nur 2 Häuser, 5 Gebäude insgesamt in einem Gebiet bauen. Ja, genau. Es ist so ein aber du kannst das Gebiet noch weiterentwickeln und dann kannst du mehr bauen. Okay. Weg mit dem Wolf. Da drüben sind doch diese komischen Viecher. Sieht man irgendwo. Man sieht gar nicht, wie viel Ruhm die anderen Clans haben. Nee. Ab wann haben wir eigentlich gewonnen? Ich weiß es nicht. Also Ruhm, ich glaube ab. Ich weiß nicht, Ruhmsieg 1105 von 1300 habe ich jetzt. Ich weiß nicht, ob wir 1300 brauchen, um zu gewinnen, ehrlich gesagt. 130 von 1300, stimmt. Kann wir dann. Wir machen die noch nicht mal zusammen, ist dann. Nee. Interessant, dass es nicht zusammengeführt wird. Das heißt, wer auch immer zuerst den Ruhmsieg hat, hat gewonnen. Dann kann man es natürlich auch so machen, dass einer von uns Ruhm pusht, also dass einer von uns voller kann auf die Siegbedingung geht und der andere ist eher dafür da, die Gegner zu sabotieren. Aber das ist dann für die Zukunft. Ich glaube, so sollte man es auch schaffen auf normal. Können auch 2 im Feld arbeiten. Ach da, das ist diesen Militärstützpunkten so. Kosten für militärischen Gebäuden. Aber muss ich jetzt in jedem Gebiet so ein Silo bauen für die Nahrung oder ist das nur zum Optimieren? Du musst es nicht, es ist zum Optimieren. Ich kann es dir empfehlen, es überall zu machen, wo du aktiv Nahrungsabbau hast, wie Getreidefelder oder sonst irgendwas, weil das bufft auch ein bisschen und schützt vor so extra Events wie Ratten. Aber du musst es nicht. Kriegsverbindung oder Zielfälle. Machst du es einfach mal. Alter. Schon wieder Militärstützpunkt. Aufwertungskosten, Instandhaltungskosten. Boah, 80 okay. Nahrung kostet das jetzt schon, das nächste Gebiet zu beanspruchen. Heftig. Okay. Ja, es wird immer teurer. Der Eichhörnchenstamm kann Silos in Gebiete bauen, ohne Gebäudeslots zu verbrauchen. Richtig broken. Ja. Ja, jeder Clan hat so ein bisschen seine Besonderheiten hier. Also, die unterscheiden sich schon sehr von ihren Spielmechaniken. Ja. Soweit ich mich weiß, war der Eichhörnchenkern da übelst auf Hamstern aus. Also, eben wie Tasten sind wie Eichhörnchen, dass die, glaube ich, in allen anderen Jahreszeiten außer Winter nochmal extra einen Sammelbonus haben, aber im Winter dafür fast gar nichts machen können. Ich kann Gebäude transferieren an dich. Gebiet transferieren. Ja, sehe ich auch gerade. Interessant. Das geht jetzt aber erst, weil wir angrenzend haben. Ja, genau, wenn wir angrenzen, dann können wir Gebiete tauschen. Stimmt.
Was passiert eigentlich, wenn ich dich jetzt überfalle? Kannst du ja eigentlich nichts machen dagegen, oder? Ich glaube, wir sind verbündet. Ich glaube, das... Ich kann ja doch bestimmt Krieg erklären, oder? Easy. Ja, irgendwie weak, wenn es nicht gehen würde. Ja. Direkt zum Eintauschen wieder bei Steve. Ich bin von... Weißt du, wenn es nicht geht, erstmal den Entwickler anschreiben. Ich bin von eurem Mangel an Asozialität enttäuscht. Ihr Kotzen. Wir können mal von mir lernen, ihr Spast. Genau. So, warte mal, jetzt will ich nochmal Militär-Schildknappenlager. Ja, ich glaube, die Schildknappen waren gar nicht so schlecht. Waren eher so, ja, die waren eher so die Huskale mehr oder minder, die waren so für Pfeile und Axtabwehr und sowas. Das waren ganz gut, um Gebiete zu stürmen, wo Abwehrtürme drin sind. Ja, ist richtig. Die normalen Krieger sind so Allrounder und die Axtwerfer, ja, die Fernkämpfer. Und dann gibt es noch Spezialeinheiten, je nach Clan oftmals. Ihr habt Kontakt hergestellt mit Frey, Anführer des Bergclans. Ich bin doch Anführer des Bergclans. Ja, es gibt noch mehrere Clans. Also es gibt, kann Clans auch doppelt geben auf der Map. Es kann auch eingeben, ich bin der Highlander. Der Highlandbär. Der Highlandbär. Ja, kann ich jetzt bauen, geil. Wie die jetzt alle Militärstützpunkte freischalten. Wie viele Gegner haben wir denn? Ich habe Angst. 6 Gegner insgesamt, aber von 2 verschiedenen Teams. Das heißt, die müssen nicht unbedingt was töten wollen. Schildknappen ist kostenlos, erhöht den Widerstand. Alter, das mache ich ja mal sowas von. Junge, wenn ich kostenlos Schildknappen ausbilden kann, ist das ja super OP. Entschuldigung, ich habe mich gerade einfach nur gefreut. Ist okay. Ist okay. Die Leute haben sich daran gewöhnt, dass du weird bist. Oh. Geil. Boni. Moneten. Gott, ich frag mich ja, wie groß die Karte ist. Ja, schon ein stolzes Teil. Und die Karte ist auch nicht klein. Das auf jeden Fall auch. Nicht rum. Achso. Die Schildknappen sind kostenlos. Ah, die Erforschungen, okay. Ah. Ach hier, das oben habe ich überlesen. Das Schmieden für Waffen, also von Waffen für Schildknappen ist kostenlos, okay. Ja, ist richtig. Und Waffen. Waffen. Zweimal Holz, genau. Gott, der Regen, man sieht ja fast nichts. Die Klüsen aufmachen. Genau, da waren die potenziellen Handelsrouten, ne? Waffeln! Ach, da oben links sieht man doch, wie viele Leute es gibt. Guck mal, hier Frey, ja, genau, daran hab ich ja gesagt. Jeweils drei weitere von 2 Teams. Die sieht man da links. Stehe. So ist das also. Hab ich überhaupt noch? Ja doch, meine Speer haben noch... Bergarbeiter, Heiler, Bauer, Dorfbauer. Was ist denn das jetzt hier? Kraus. Werden für Rekruten rekrutiert. Also. Ah, okay, ich habe halt kein Geld mehr. Achso. Da musst du entweder einen Marktplatz bauen oder so ein Langschiff-Dock, wo du deine Leute auf Raubzüge schicken kannst und sowas. Ja. Das ist. Korrekt. Korrektus. Wie kann ich nochmal eine Person aus ihrem Gebäude... Also du willst jetzt beispielsweise einen Holzfäller zu einem Nichthut. Genau. Dann einfach auswählen und woanders hinschicken. Also wenn du sie zu einem Haus schickst, werden sie wieder normale Dorfbewohner. Wenn du sie zu irgendeinem anderen Gebäude schickst, wechseln die ihre Professionen. Ah. Ich kann halt nichts mehr bauen, weil ich kein Geld mehr habe. Wie komme ich denn jetzt an Geld? Marktplatz im Idealfall. Oder aber du machst dieses Langschiff-Dock und schickst für Raubzüge. Ich meine, wenn du oft bei Bauen gehst, dann siehst du auch so kleine Ressourcensymbole. Und dort, wo du diese Münzen siehst, das sind die Sachen, die dir Münzen bringen. Ah, das kostet mich alles Holz. Okay, interessant. Und Holz habe ich nicht. Oder noch nicht genug. Okay, verstehe. Vorsicht, dein Bär kriegt gerade ordentlich aufs Maul. Nee.
mein Bär. Oder ist es nicht. Ah, nee, dann ist es nicht dein Bär. Dann ist es der Bär von einem anderen Typen. Alles klar. Okay, ich bestehe. Jetzt brauche ich noch 2 Holz. Dann kann ich einen Handelsposten bauen. Ja, jetzt. Ui, der ist aber groß. Der Handelsposten ist auch nicht klein. Mori, grüß dich. Und alle anderen, die jetzt noch mit dazugekommen sind. Ah, Erleuchtung im großen Feuers beginnt in Kürze. Okay, alles klar. Oh mein Gott, jetzt sind viel zu viele Sachen, die hier passieren. Help! Wir rasten gerade alles aus. Wissen, nee, für Ruhm bitte. Was krieg ich denn eigentlich alles mit Ruhm? Fischklan. Pro 200 Ruhm sinken die Kosten für die Beschniedelung neuer Gebiete. Oh, cool. Okay. Für die Beschniedelung neuer, Junge. Das geht nicht mehr schlimm. Das Rotlicht breitet sich aus. Ja. So. Ja, genau. Du baust jetzt auch mal das Silo hier. Perfekt. Also Nahrung habe ich jetzt richtig viel. Ich habe jetzt 312 plus 8. Jedes Mal, das ist schon strong, glaube ich. Glückwunsch. Interessiert mich nicht. ich bin der feine Herr Unfinn, ich kann die ganze Zeit Festmehl organisieren. Kannst du bestimmt auch machen, wenn du so viel Nahrung hast. Ist ausgegraut bei mir, ich weiß nicht warum. Wenn du drüber hoverst, steht da irgendwas Besonderes? Steht nur ein Festballgewert plus 2 Beliebtheit plus 20% Bonus auf gesamte Produktion und 2 Zufriedenheit für einen Monat sowie 20 Ruhm. Was ist denn das hier? Verfügbare Handelsroute. Gut, vielleicht geht's nicht, wenn ich ein Festball mache. Komisch. Kann ich mit dir eine Handelsroute machen? Handelsroute eröffnen. Würde ich Nahrung verlieren, aber Geld bekommen. Plus 0,5 Geld. Trägt zum Zeremonienfeuer bei, indem ihr über einen Handelsposten Holz sendet. Och, nö, das ist mir jetzt egal. Ach, Festmahl im Gang steht hier. Na, dann machst du schon eins. Ach nee, das ist deins gewesen wahrscheinlich. Ich mach jetzt auch mal eins. Ach, Tatsache, ja, bei mir ist es auch Festmahl im Gang. Oh, interessant. Das heißt, wir teilen die Festmähler uns. Ja, das ist natürlich okay, cool. Okay, das ist, ja, alles klar. Stehe. Jetzt besiedle ich mal dieses Gebiet hier. Säule des Ruhms. Weißt du? Koga, während er sich hier die ganzen geilen Hähnchenkeulen reinschiebt von meinem Festmahl. Ich mach die ganze Festmähler und lade die Leute ein. Ja, genau. Ich bin auf eine Unfähigkeit, dass er das Festmähler ausrichten und ich krieg nicht mal eine Einladung. Ja. Nein, Koga ist einfach. Ich mir was von dem Kartoffelpüree, mein süßes Ding. Koga ist der eine Freund, der sich immer selbst zu den Partys einlädt und einfach immer da ist. Natürlich, was sagst du denn? Und sich immer beschwert über alles. Jawohl. So, Holzfällers. Ja, das sind jetzt schon 3 Leute. Jetzt geht's ab. Ach, dieses. Ach, das ist das Zeremoniefeuer hier an dieser Säule des Ruhms, ich verstehe. Ja, jetzt kann man über Handel. Du hast ja schon so ein Handelsding, da kann man jetzt angeblich Holz handeln. Mit irgendjemandem. Handel, Nahrung mit Uffeln habe ich jetzt gerade. Ja, kann man auch machen. Kann man? Muss kann man. Man. Muss man aber nicht, richtig. So Langschiff, Doc. Ah, diese. Oh Gott, die Säule des Ruhms habe ich gar nicht besetzt. Meine Güte, ich dachte, da wäre ich ran schon. Ich kann natürlich so ein Dock jetzt nicht mehr bauen, weil ich jetzt keine Küste mehr habe oder keine Region mehr habe, wo ich noch was bauen darf. Das ist natürlich ärgerlich. Dafür muss ich Gebiet weiterentwickeln. Dafür brauche ich aber unfassbar viel Geld. Okay, ich verstehe. Okay. Komm, gib mal ab, Mädel, und bau das mal her. Und dann baust du mir irgendwas, was Geld bringt. Marktplatz zum Beispiel. Oh Gott. Aber ich führe ganz gut, was den Ruhm angeht. Das heißt, das kann was werden. Hm. Ja, der Clan wächst nicht, bla bla. Wir brauchen Holz, Mann. Was ist das hier? Steinkreis? Ach, da kriegen wir Wissen. Okay. Achtung, Spoiler, Odin stirbt. Die Kommentare so. Klasse hier.
Jetzt habt ihr das ganze Spiel versaut für neue Leute. Echt so. Diese Draugr-Krüfte, die wollen wir beide irgendwie nicht, so kann das sein. Ich habe da noch gar nicht in die Richtung geguckt. Das ist dieses eine Gebiet, was an unserer Grenze zusammen entlang führt, dann kommt dieses Draugr-Gebiet, was irgendwie so Pufferzone ist. Wizard Chiller, danke schön für deinen Sub. Die entmilitarisierte Draugr-Zone. Endlich, endlich kann wieder Holz reinkommen. Meine Güte, hat das gedauert, ey. Alter, du hast 100 Nahrung Holz, Kraus und Bissen bekommen per Schiff? Du, wie OP ist das denn? Nahrung, Wissen draus. Achso, du meinst hier durch den Ruhm. Ja, das ist so einer von meinen Boni von Hirschclan. Das ist ja, Alter, wie krass. Vor allem 100 Gold. Wie krass ist das bitte? Das ist ja übelst OP. Zeig es raus. Ey, wirklich? Ich denke eigentlich, wer du bist. Rotwin? Okay. Achso, ah, stimmt. Okay, jetzt fair. Mm-hmm. Mann, ich brauche schneller neue Dorfbewohner, bitte. Ach, warte mal, hier Führung, Beschützer, Legion. Militärlaufbahn, was kann ich denn da jetzt hier machen? Neues Gebiet verfügbar. Wachturm schützt dieses Gebiet vor Feinden und bietet einen Überblick über die Marke. Mhm. Achtung, wer verbindet wenn denn, bei dir ist irgendwas gerade? Achso, ja. Du fightest da gerade. Ja, gegen die Frey kämpfe ich, glaube ich, da gerade. Gegen die Freischerle. Borgild. So, ich habe gerade, ob mein Bär irgendwelche Fähigkeiten hat, aber es sieht nicht so aus. Oh Gott. Ich glaube, der haut mir aufs Maul. Ich komme gleich mal mit ein paar Kriegern mit hoch. Sieht nicht so gut aus. Ah, okay, zieht sich wieder zurück. Trotzdem hat meine ganze Truppe getötet. Weil mein Held ist jetzt halt tot. Ich mache da mal einen kleinen Störangriff mit Harrison Ford in der Hauptrolle. Nein, das sind ja einfach nur Speer. So, irgendjemand, den ich da kloppen kann? Die ist wieder da oben, genau, das die Region nördlich da. Klopp ich mal einen Dorfbewohner weg da. Putz! Wie brutal. Ja, da kommt der Bär. Ich weiß ja nicht, ob ich meinen Bären wiederbekomme. Bekomme ich den wieder? Das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich jetzt spontan nicht beantworten. Ja, bestimmt irgendwelche neuen Marken Leute in meinem Chat anwesend, die es mir sagen können. Hättest du bestimmt irgend so ein Klugscheißer, der das wieder besser weiß. Ist doch immer so. Gibt doch immer irgendeinen, der hier seinen Senf abgeben einfach, muss. Da will jemand einfach nur helfen und so ganz freundlich schreibt einen Kommentar rein. Ach so, da ist mal einer der Klugscheißer, der ist besser. ja. Ach, deine Einheiten heilen jetzt auch auf meinem Gebiet. Das ist ja... Aber es ist bestimmt so eine Hirsch-Clan-Nummer, oder? Meinst du, wenn du noch kein Heilergebäude gebaut hast, dann wird das wahrscheinlich für uns beide zählen. Mein Gott, Heilergebäude gab's auch noch. Ja, also ich heile mich wahrscheinlich von meinem eigenen Heilergebäude aus und dein Gebiet zählt wahrscheinlich einfach als mein Gebiet mit dazu und deswegen heile ich mich bei dir auch. Kommunist. Ich kann jetzt irgendwo mehr was bauen, ich muss jetzt mal an Gold kommen, irgendwie mehr. Tja. Ja, das wird jetzt ein bisschen eng. Das wird jetzt eng. Das wird arg eng. Bist denn du? Ich sehe dich gar nicht. Kannst du ein Festmahl machen? Nee, mir fehlt Nahrung. Alles klar. Okay, Holzfäller, ihr kommt mal auch zurück. Jetzt sammelt man doch mal mit Nahrung. Wir sind noch nicht mal im Winter. Okay, jetzt bin ich wieder im Plus. Puh, das war knapp. Nahrung jetzt, oder wie? Ja, Nahrung war ich mal kurzzeitig im Minus. Wo sind meine... Krieger hin? Ach, da. Ach, was kann ich jetzt hier handeln? Ich kann einen Stein kaufen für Kraus. Ich will aber verkaufen.
Kann den Marktplatz kann ich nicht verkaufen, oder? Ich kann nur kaufen. Ich dachte eigentlich, dass Verkaufen auch geht, aber... Hm. Kann ich jetzt nicht ganz sicher sagen. Ah ja, ich kann den Bären wieder anheuern im Ausbildungslager. Boah, das kostet 40 Gold. Uff. Können die ganzen Speere sich jetzt mal aus meinem Hoheitsgebiet her verziehen? Das ist ja eine absolute Frechheit. Schmiede wäre noch gut und... Gott, ja, das gibt noch so viel zu bauen. Ich darf das hier leider nicht bauen. Als ehrlich, ich glaube, das war jetzt wirklich dieser Regen. Jetzt habe ich plötzlich wieder so viel Nahrung. Das ist total weird. Weird. Kann ich auch Gebäude abreißen wieder? Bitte sag mir das. Ja, es geht. Damit ich in dem Gebiet mal so ein Hafending bauen kann. Langboothafen. Erfordert einen Strand und ich habe keinen Strand. Hier ist Strand. Oh Mann. Also einfach nur ja so Küste halt eben, also Zugang zum Meer. Ansonsten nimm eins deiner alten Gebiete und erweiterst für extra Gebäudeplatz. Ja, dafür muss ich ja Gebiet entwickeln, oder? Genau. Das kostet 100 Gold, ich habe nur 39. Ich will ja das so ein Ding bauen, also so ein Schiff bauen, damit ich mehr Gold bekomme. Weißt du? Ich würde dir ja gern Gold schicken, aber ich glaube, das geht hier so einfach nicht. Nee, geht doch nicht. Ich wollte es einfach in dem anderen Gebiet hier unten noch einen weiteren Marktplatz. Oh Mann, jetzt greife ich nämlich die ganze Zeit an. Was soll das denn? Oh. Jetzt erobern die mein Gebiet! Die erobern mit Gewalt mein Gebiet. Das ist ja mal eine absolute Frechheit. Okay, ich werde gleich mal... Ja, was auf der... Jungen Stolzbonus war auch schon mal stärker. Ich glaube, der ging halt damals mit Skalden. Skaliert! Oh. Oh nein, Fisch. Es kostet. Ah, es... Sehr schlecht. Ich kann keine Einheiten ausbilden. Kostet 39 Gold. Habe ich natürlich nicht. Ja, ist ja klasse. Braucht vielleicht eure Hilfe. Ich muss mir ja selber gerade helfen. Coole Entwicklung auf jeden Fall gerade. Ernsthaft jetzt. Freiers Segen verringert die Verluste bei Produktion von Nahrung. Erhöht die Zufriedenheit. Ach, verdammt. Meine Güte, ey. Wie das eskaliert. Er muss jetzt unbedingt mit so einer Riesentruppe vorbeikommen. Das hab ich jetzt eingenommen? Ja, tatsächlich. Wieso macht mein Wachturm nichts? Schießt er nicht, oder was? Ich dachte, der kann schießen irgendwie. Meine Drauge-Portale! Och, nö. Und ich bin einfach überfordert. Mann, jetzt haben die da unten diesen Marktposten nicht gebaut. Was ist denn hier? Was ist das denn? Bau jetzt mal diesen Drecksmarktposten, kann ja nicht so schwer sein. Sollte mein Wachturm sich nie irgendwie verteidigen? Oder schießt er nur, wenn die in das Gebiet reinkommen? Er schießt nur im eigenen Gebiet. Oh mein Gott. Oh Mann, aber das kostet so viel Geld, so ein Krieger jetzt. Das kostet 30 Gold. Was? Das ist ja massiv übertrieben. Ich mach mal ein Fest mal. Aha. Oh, geil. Das hat mich echt ein bisschen gerettet. Jetzt baut er hier einen Wachturm. Ich krieg eine Meise. Der hat mein Gebiet gewaltsam erobert und baut da jetzt einen Wachturm. Ey, schon, ich pack's nicht. Das ist schon dreist irgendwo. Eine hodenlose Frechheit. Mensch, du. Okay, das wird jetzt eklig. Jetzt haben wir gleich Drauge-Angriffe. Ich versuche mal auch ein bisschen dein Gebiet damit zu verteidigen, sobald es soweit ist. Also der Turm wehrt sich überhaupt nie. Der Turm macht gar nichts.
Der brennt einfach nur nieder jetzt. Das war eine richtig geile, sinnlose Investition. Ich meine, er schießt jetzt schon. Echt? Aber der, ja, der schießt schon, aber halt nur auf diesen Anführer, macht nur so ein bisschen Damage. Ein paar Pfeile kommen hier daraus. Turm am besten wirklich nicht an der Grenze zum Gegner, sondern auf der anderen Seite quasi platzieren, dass du immer auf die Gegner schießt, sobald sie reinkommen. Also so von der Grenze weg. Da hat er mehr. Halt meine ganzen Dorfbewohner wieder. Ey, es ist wie in Age of Empires, so finde ich. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade so diese Age of Empires Vibes. Willst du hier irgendwelche Milizen bekommen? Erobert das Gebiet jetzt hier zurück. Komm, bitte sag mir, dass diese dummen Milizen jetzt was ausrichten können. Gott sei Dank. Das ist ja miesen. Also für normal ist das ziemlich hart. Ich klopf den jetzt. Die Sau. Militärische Fähigkeit, Veteranen einfach. Okay, alles klar, man macht mal ein bisschen chillig hier. Gibt's ja wohl nicht. So, Handelsroute aufbauen. Was ist denn hier die profitabelste Handelsroute? Oh, jetzt greifen mich diese Drauger an. Oh, ja, jetzt ist dieses Drauger-Event. Das ist ein bisschen uncool gerade. Alter, oder? Mann, meine ganzen. Nein, ich beschwere mich heute nicht. Heute ist ein guter Tag. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch, indem jetzt einfach ich das die Siegbedingung hole. Alles wird gut. Hilfe. Da. Bei meine oh Fischer, die haben hier gerade die Drauger echt besiegt, wer jetzt gedacht. Also einen zumindest. Oh, das ist ja mein Heiler. Warum hat der Heiler gekämpft, ey? Oh shit. Ich verstehe. Gebäudeinstandhaltung. Minus 6. Mann, kann das scheiß Motorrad mal bitte leiser hier am Fenster vorbeifahren? Boah, mich regt hier gerade alles auf. Oh, oh. Oh nein. Oh nein. Aber eine Schmiede nützt mir ja nur was, wenn ich Eisen habe oder so, ne? Oh mein Gott. Ja genau, Eisen musst du auch noch abbauen. Die kannst du dann der Schmiede weiterverwerten, um dann so Einheiten und Gebäude zu verbessern, beziehungsweise Einheiten und verschiedene Berufsgruppen. Jetzt verliere ich das Gebiet wirklich, weil diese hässlichen Trauger das einnehmen. Ich pack's einfach lieber. Jetzt habe ich wieder Gold verloren. Ich schaff's einfach nicht, auf 100 Gold zu sparen, um mir mal hier so eine Aufwertung von so einem Gebiet zu leisten. Das geht einfach nicht. Ich pack's einfach nicht. Oh Mann, was habe ich denn falsch gemacht? Also so viel kann ich jetzt nun wirklich nicht falsch gemacht haben. Kann ich jetzt auch leider nicht wirklich beurteilen. Jetzt verbrennen diese ganzen Drecksgebäude, ey. Ich könnte so kotzen, wirklich. Ich hoffe, ich habe jetzt dann bald mal so ein langsam mich dann, weil ich habe gerade so ein frühes Nahrungsproblem zwischendurch gehabt. Wenn ich das jetzt kontrolliert bekomme, kann ich mich gleich drum helfen, dir zu helfen. Der Opferbrunnen, stimmt, da war was. Schildknappen. Diese Dreckschweine, die besiedeln jetzt das Gebiet und übernehmen sogar meine Gebäude wahrscheinlich noch gleich. Die haben die einfach diese Gebäude jetzt übernommen von mir. Ist ja weg. Tja. Ich muss jetzt noch warten, ich hab gleich meine 100 Gold zusammen. Frei hat das Relikt Scheide von Gramm geschmiedet. Oh Mann. Der Dragen grüßt dich. Moin. Natürlich greifen die an. Boah, endlich. Jetzt kann ich mir eine Aufwertung für ein Gebiet leisten. Guck mal an. Ernsthaft, jetzt wo ist der Typ hin? Ich wollte gerade sagen, ey, boah, das ist bloß fertig. Okay. Okay. Ich kann mir keine Soldaten leisten, weil ich kein Geld habe. Das ist so klasse. Ich habe viel zu viel Geld, aber ich habe keine Nahrung. Ich sollte mal einen Marktplatz kaufen. Wie viel bauen. Geld kriegst du rein? Also 6. Plus? Ah, okay.
hab nur noch. Ah, warte, da ist das. Ich komm grad zu dir. Vielleicht krieg ich das gerettet. Ich bin überrascht, dass es auf normal so hart ist. Ich habe gedacht, das ist eine ruhige Einspielrunde. Wir haben ja noch zwei Schwierigkeitsgrade drüber. Was soll schon passieren? Ich habe das Spiel, wie gesagt, nur einmal in 2 Stunden gespielt. Also oder ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass das so hart ist dafür. So, was kann ich jetzt hier machen? Raubzug? Ah ja, Raubzug, okay. Kannst du das Gebiet zurückholen irgendwie? Ich habe 1 Soldaten. Genau, heute ich tue den mal wieder da rein. Ach so, ich bin drauf. Ich müsste es halt neu besiedeln, ich mach das mal. Ja, da wirklich ein. Achtung, dann ich knall mal seine Leute weg. Ihr habt Frey den Krieg erklärt. Deine Mutter, die hat mir 2 Gebiete weggenommen. Wieso? Was hab ich ihr Krieg erklärt? Bist du verarscht oder was? Ja, das war jetzt eine absichtliche Provokation von dir, Kurger. Ja, ist echt so. Bullshit. Ich hab dir Krieg erklärt, will die mich verarschen oder was? So, habe ich jetzt irgendwas bekommen durch meinen Raubzug? Müsstest du eigentlich immer wieder mal Geld bekommen. Und ich entweder Ehre oder Forschung. Ich habe wieder 4 Milizen bekommen, das ist doch hübsch. Ach, du kriegst immer wieder Milizen dadurch, interessant. Ich weiß nicht durch was genau, ehrlich gesagt. Stehe ich leider auch nicht. Stärkung aus der Heimat geschickt. 4 Milizen sind in eurem Hoheitsgebiet eingetroffen, aber hier steht nicht, warum ich die bekommen habe. Hat jemand Mitleid mit dir, glaube ich. Wahrscheinlich. Irgendeine höhere Macht. Ich sammle mich jetzt hier und dann kämpfe ich immer mein Gebiet zurück. Ich muss meine Burg wieder einnehmen. Ich brauche Hilfe. Jetzt wird er so. Du bist ich das. Ja, wollte gerade sagen, du musst, jetzt bräuchtest du eigentlich den Rattenclan und ich bräuchte das Wildschwein einfach. Also ich weiß nicht, ob das hier mit den Raubzügen irgendwie funktioniert. Also. Das Schiff ist jetzt schon 2-mal hier wieder eingetroffen, aber irgendwie passiert hier nichts. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Hey. Kann ich. Alter, was wird da oben gebettelt? Okay, ich greife das jetzt an. Mir reicht das jetzt hier. Ich kann jetzt hier nicht ewig länger warten. Ich muss den Wachturm zerstören. Ey! Diese hässlichen Milizen! Ich darf die Milizen nicht zum Angriff nutzen, nur zur Verteidigung anscheinend. Oh Mann. Ah. Das heißt, jetzt habe ich nur 2 Soldaten insgesamt, ne? Das ist ja geil. Ich kann dir gleich meine Truppe mal mit vorbeischicken. Und ich kann nirgendwo mehr ein scheiß Schildknappenlager bauen. Ich habe nur 2 Soldaten insgesamt, das ist richtig geil. Ja, hier hat seinen eigenen King, ne? So, Kriegsmeuter-Relikte. Das ist jetzt echt, ich bin richtig im Arsch. Ich habe nur 2 Soldaten, die ich nutzen kann, ausbilden kann. Mehr kann ich nicht machen. Erstmal ein Fest mal. Wenn ich schon sterben muss, dann wenigstens mit vollem Magen. Kommen wir jetzt bei diesem Panzerbär wieder zurück hier. Ich kann keine Gebäude mehr bauen, ich bin richtig im Arsch. Aber immerhin, plus 11 Gold bekomme ich jetzt. Das ist doch schon mal eine gute Sache. Durch die Seefahrer 4,8, das ist echt gut. Das hätte ich viel früher machen müssen. So ein Langschiff-Dock bauen sollen, das hätte ich viel früher machen müssen. Das Langschiff-Dock ist sehr, sehr gut und wichtig. So, du müsstest wahrscheinlich da drüben das Ding wieder einnehmen, ne? Ja, das, wo der Turm da drin steht mit der Säule des Ruhms, das muss ich wieder einnehmen. Jetzt greifen die alle diesen dummen Drauger an. Okay, ich schick meinen Bär mal, hallo. Ja, mit dem Bär darf ich auch nicht angreifen. Was? Okay. Ich darf mit dem Bären nicht angreifen, ich darf da nicht rein in das Gebiet. Das ist richtig komisch. Aber gut. Danke für deine Hilfe auf jeden Fall. Ich habe ja erstmal ein bisschen Brand verursacht. Ja, da lacht er. Da lacht er. Ja, danke dir auf jeden Fall. Ist das deine ganze Armee? Ja, also ich könnte noch um 2 weitere aufwerten, wenn ich will. Jederzeit. Okay, krass. Die sind so fremde Speer in meinem Gebiet. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, ehrlich gesagt. Ah, zu den Waffen ist eine passive Fähigkeit. Alle 6 Monate werden Milizen eingeschifft, um euch bei der Verteidigung eures Gebiets zu helfen. Ah, ist ja interessant. Das ist eine coole Passive.
So, wie viel Geld habe ich? 117. Jetzt kann ich wieder irgendein Gebiet aufwerten. Machen wir gleich mal hier. So, jetzt brauche ich hier noch so ein langes Schiff. Dock-Ding. Ja, perfekt. Wunderbar. Okay, dann pushe ich mal unsere Siegbedingungen. Wo ist meine Wirtschaft pushen? Skalden. So, jetzt darf ich dieses Gebiet hier besetzen wieder. Ja, danke für die Hilfe auf jeden Fall. Bitteschön. Ihr könnt euch nicht mit mir messen. Schicke ich den jetzt so als Nachricht. Ich hatte mein Vorgehen gut geplant. Ihr könnt euch nicht. Ach geil, hier gibt es ja ein Eisenvorkommen. Okay, als nächstes muss ich dieses Gebiet aufwerten. Wie viele random Speer jetzt einfach in meinem Gebiet rumgammeln. Trende. Haben die nichts Besseres zu tun? Wirklich so. Ich drehe jetzt fort. Aber ich kann mein Wissen mal weitermachen. Erhöht die Angriffskraft eurer militärischen Einheit gegen drakonische Einheiten um 10%, gegen mythische. Ja, okay. So. So, jetzt habe ich zwei von diesen Schiffen. So, Raubzug, jetzt geht's ab. Mit Wissen, let's go. Zwei Schiffe habe ich jetzt, geil. Oh, ich glaube, ich werde jetzt verhungern. So, Leute, auf geht's. Das Schiff ist gerade mal, keine Ahnung, 10 Meter weit gesegelt und alle fallen drauf oben. Ja, wie kann ich jetzt nochmal einen Axtwerfer jetzt zum Beispiel wieder zu einem Zivilisten machen? Einfach zum Haus schicken. Zu welchem Haus? So ein Wohnhaus. Ach, zum Bergfried hier. Zum Hauptgebäude. Ja, das würde auch gehen. Wohnhaus oder Bergfried, beides geht. So, dann jetzt mal hier wieder. Repariert mal jetzt hier Gebäude, bevor die niederbrennen. Jetzt werde ich gleich keine Nahrung haben. Problem. Das wird jetzt ein Problem werden. Shit. Ich werde fucking verhungern. Haben das mal was zu Utfel wurde eingestellt, oh Mann. Nahrung mit. Ja gut, aber dadurch bekommst du jetzt wahrscheinlich wieder Nahrung. Nee, minus 18. Der Verbrauch ist einfach viel zu groß gerade. Geil. Scheiße. Das wird jetzt klasse. Was passiert, wenn ich jetzt keine Nahrung habe? Ja, die Unzufriedenheit ist halt groß und dann gehen halt groß. Ich weiß halt gar nicht, ob die auch verhungern konnten. Ich glaube schon. Jetzt habe ich auch kein Holz mehr. Wunderbar. So läuft. Jetzt habe ich Gold, aber mir fehlt dann alles andere. Das ist ja auch. Das ist genau der Shit, den man gerade braucht, ja. Na, erstmal ein Gebiet weiterentwickeln. Die Kohle einfach rauswerfen, super. Kann ich in dem Gebiet da oben. Ach, ich kann ja gar nichts bauen, weil ich auch kein Holz habe. Toll. Ja, hoffe ich jetzt mal, dass der Winter jetzt vorbeigeht und dass ich jetzt irgendwie überlebe. Mal kurz was zum Handeln. Ich glaube, das andere Ding war, um Handelsrouten aufzubauen. Ne? Ich glaube, ich kann nicht mal. Ne, ich kann keine Routen zu dir machen. Kann ich meinen Bären essen? Ich glaube nicht. Nee, leider nicht. Ja. Aber wäre gute Sache gewesen. Boah, so. Alter, ein Fest mal auszurichten kostet 1100 Euro. Ja, das hatte ich gerade überlegt, ob ich es mache, um dich zu unterstützen. Aber leider fehlt da ein kleines bisschen die Bahn dafür. Mann, Leute, jetzt habt euch mal nicht so, ihr habt nichts zu essen und es ist schweinekalt. Mein Gott, da hat doch jeder mal so eine Phase. Jetzt hört mal auf, umzuheulen. Weicher, ja. Wisch dir bitte, wisch dir mal die festgefrorenen Tränen von den Wangen, du Weichei. Du Pussy, Alter. Jeder von uns musste mal Hunger leiden, jetzt hör auf zu heulen. Ah, guck mal, jetzt sieht's wieder gut aus. Yay. Boah, dass du 200 Nahrung, Holz und was weiß ich nicht alles kriegst, das ist ja absolut geisteskrank. Ich sehe gerade wegen dem ersten Runenrahmen, weil ich da oben dran bin. Das ist ja übel. Das ist auch irgendwie statt einer Comeback-Mechanik für die, die hinten liegen. Nee, der führt, der kriegt nochmal richtig reingeblasen hier. Geil. Bro, danke schön für deinen Follow. So, hier würde ich jetzt ganz gerne eigentlich Eisen abbauen, wenn es geht. Damit würde ich doch mein Militär fördern, habe ich recht?
Bestimmt. Jetzt muss ich erstmal meine Dorfbewohner wieder ein bisschen zufrieden stellen. Ich glaube, ich würde die Marktstände mal ganz kurz aufhören lassen zu arbeiten. Und stattdessen. Tja, das Gebäude ist voll, das Gebäude ist voll. Ich kann nichts bauen. Ich kann absolut nichts bauen. Das ist geil. Oh, König. Muss ich jetzt das Knie beugen, Kunja, oder? Anscheinend. Anscheinend. Sehr autoritär, dieser König. Ja. Man kann so ein Gebiet aber nur einmal ausbauen, wie mir scheint. Jupp, nur einmal. Was bringt mir denn Ruhm? Seefahrer kämpfen für Ruhm. Was bringt mir der Ruhm? Ruhm ist, ja gut, zum einen ist es jetzt gerade unsere Siegressource, um Sieg, wir haben ja gerade den Ruhmsieg, auf dem wir spielen. Ja. Und zum anderen bekommst du, wenn du ganz oben links, nee, Siegbedingung, irgendwo, ich muss ja gleich mal gucken, wenn ich gerade nicht am Sterben bin, warte. Aber es wird dir angezeigt, was dein Clan bekommt ab gewissen Ruhmstufen. Du kriegst auch Belohnungen freigeschaltet immer wieder. Okay, verstehe. Ja, ich gehe lieber auf Wissen, da kann ich so den Tech Tree weiter aus. Ja, genau, der Tech Tree, das ist auch mal meistens. Ah ja, genau. Wenn du oben links, wo die ganzen Fraktionen stehen, wenn du über deine eigene Fraktion hoverst, dann siehst du, was du machst, der, was dir das bringt. Das, bei dir sieht man auch im Ruhmboni. Verwandter, der Panzerbär bekommt, erhöht die örtliche Produktion, das hast du durch Ruhm freigeschaltet und ab 500 hast du der Bär erwacht. Du hältst plus 3 Ruhm für das Gebiet mit. Warte mal, was? Militärische Einheiten erhalten 1% Kraft pro 100 Ruhm. Oh, deine Truppen werden um 1% stärker pro 100 Ruhm, die du hast dann. Das ist auch interessant. Ah, ja. Okay, das ist auch nicht schlecht, ja, stimmt. So, Bergwerk. Da steppt der Bär. Bergwerk. Bergwerk. Hier, pass auf, dann macht mal einer einen Hafen, macht mir hier mal Raubzug mit Ruhm und einer mit Wissen. Gebäude konnte man ja auch aufwerten. Yep. Ah, da gibt's einen Produktionsbonus. Oh mein Gott, das ist ja OP. Ah, aber das kostet mich hier Eisen, oder was ist das? Nee, Stein. Wo komme ich denn Stein her? Shit. Stein gibt's ja auch irgendwie als Abbauressource. Ach, hier hinten. Stein vorkommt, tatsächlich. Na, hätte ich das Gebiet mal lieber ausgebaut. Aber ich glaube, ich bin gerade ganz gut dabei jetzt. Ja, okay, wir haben jeden Augenblick gewonnen, sehe ich gerade. Gott sei Dank, ey. Die Runde war ja völlig für den Eimer. Also jetzt, die anderen, die sind halt fast gar nicht auf diesen Rumsieg gegangen, interessanterweise. Kannst du mal bitte hergehen und dieses fucking Bergwerk bauen, Junge? Okay, ich glaube, die Runde muss ich als Lehrgeld nehmen. Ich hoffe, die nächste läuft da. Das war doch schon. Das Üble ist ja, wir spielen ja sogar jetzt noch weiter den Pfad entlang. Das heißt, das ist noch so eine ganze Kampagne mehr oder minder. Das heißt, aber ich glaube, wir schalten immer wieder Boni frei in mich, Mann. Das heißt, beim nächsten Mal gehen wir dann. Ah, jede Runde dauert dann gut eine Stunde, wenn das so weitergeht. Das ist dann schon nicht ohne. Ist okay. Ja. Kann du ruhig 2 Stunden noch? Ja, genau. Dann mache ich nur eine Folge die Woche. Ja, und ich mache 7. Jeden Tag eine. Weil du es auf 10 Minuten Ding runterkattest, ne? Ja, genau. Yay. Also, da sieht man erstmal, was da an Fraktionen los war. Ach, es ist jetzt hier nochmal quasi so ein Replay. Das ist auch so ein Replay, was man hier sieht. Ah, ich verstehe. Übel, was für ein Hin und Her. Weil die KIs, das ist schon übel, wie die stellenweise eskaliert sind. Aber wir haben es geschafft. Okay. Gut, Eroberungskarte zurück. Zurück, ne? Zur Eroberungskarte, ne? Statistiken will ich mir gar nicht angucken, ich war bestimmt mega schlecht. Yay, das haben wir jetzt geschafft. Was hat uns das jetzt gebracht? Jetzt können wir uns wahrscheinlich sogar raussuchen, wie es weitergeht. Interessant. Aber ich würde mal sagen, das machen wir. Was haben wir da jetzt eigentlich bekommen? Sonderregeln. Haben wir da jetzt irgendwas gekriegt? Ja, weil ich.
10 Jahre. Oh Gott, das ist nämlich so mit Zeitlimit. Ich glaube, die. Schützt das Wyvern-Nest. Ich frage mich halt nur, ob wir noch irgendwas erhalten haben dafür. Guck mal, hier, so bildet ihr euren Wyvern aus. Da ist die Siegbedingung. Baut ein Militär, euer Militär aus und zerstört die Gemeindehäuser eurer Rivalen um die Vorherrschaft. Und bei dem anderen ist es das gleiche, nur dass man 10 Jahre Zeit hat. Jo, geil. Also, ist ja schon wohl klar, welche. Aber es gibt noch andere Sonderregeln. In der Landesmitte gibt es ein großes Gewässer und bei dem anderen haben wir feindliche Clans und wilde Kreaturen greifen das Wyvern-Nest an. Ihr müsst das verteidigen. Da müssen wir noch ein Wyvern-Nest schützen. Ja, aber das, da haben wir wenigstens keinen Zeitdruck. Das stimmt natürlich. Das sind die. Ah, das sind nochmal Boni, die man auswählen kann. Interessant. Ja, gut, aber ich würde mal sagen, ich bedanke mich mal hier fürs Zusehen und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn die Challenge weitergeht. Gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen mit unserem ersten Run. Und bei jedem Run nehmen wir einfach mal eine andere Clan-Kombination. Ob wir jetzt alle Clans spielen im Laufe der Zeit, keine Ahnung. Machen wir auch ein bisschen davon abhängig, wie sehr euch das Projekt gefällt und wie sehr Spaß wir haben. Wir machen erstmal diese Kombination und gucken mal, wie weit wir kommen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.